Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Wir sind jetzt schon ziemlich weit. Wir haben zwar ein bisschen abgekürzt, weil Pergamon hat hier ziemlich was eingenommen, was wir später hätten noch einnehmen wollen. Aber das ist nicht so schlimm. Persis wird jetzt in dieser Runde hoffentlich fallen und dann geht's weiter. Also Alexander hat ziemlich viel Zeit in Babylon und so weiter verbracht und genau. Also er hat, glaube ich, so 5 Jahre oder so da verbracht. Und wurde auch zum persischen Prinzen und so weiter oder König und es, ja, fanden seine Untergebenen nicht so toll. Ah, der ist wieder weg. Gut. Da muss ich noch schauen. Da will ich auch mal schauen. Rom, was ist los mit dir? Ah. Okay, Rom ist jetzt wieder hier. Ha. Okay. Wieder aktivieren. Ah, du bekommst was. Ja. Das da. Verteidiger. Bekommen auch was. Super. Das da. Ah, ist auch cool. Aber ich nehme mal die Moral. Aber das da bekommt er nicht, weil. Ja, das brauchen die Großen. So, du gehst ja hier mal weiter. 2% aus allen Quellen. Wohlstand durch Landwirtschaft mache ich. Weil hier ist ziemlich viel Landwirtschaft. Gut. So. Da ist ja Baktrien. Also, historisch gesehen hat Baktrien nicht gegen Alexander gekämpft. Aber nicht, dass er von sich aus angegriffen hat, sondern die haben ja Dareios, den dritten, hintergangen, haben ihn gefangen genommen und haben gehofft, dass er. Dass Alexander der Große dementsprechend gnädig zu ihm, zu ihnen ist und das Land von den Baktriern in Ruhe lässt. Aber das hat nicht geklappt. Natürlicher Tod. Uiuiui, dreimal tot. So, einmal Antiochia, einmal Baktrien. Dann gehe ich einmal in Susa rein. Warte mal, bis wohin kommt der? Der kommt bis da unten rein. Das Problem ist jetzt aber. Oh. Ach, sieh mal einer. Warte mal. Nee. Naja. Ja,
Okay. Das Problem ist ja aber, wenn ich nicht hier angreife. Was heißt hier angreifen? Wenn ich nicht hier hingehe, sondern hier hingehe, dann kann die Armee zweimal richtig heftig angreifen. Also, ja, das ist keine heftige Armee, aber das ist eine. Ja, vor allem mit Elefanten. Ja, okay, die können Brandgeschosse machen. Wie viel hat die? Die hat nur. Na. Okay. Ich lasse es drauf anlegen. Du gehst da rein. Du hast noch einen Wimpel. Pimpel, Wimpel. Hier. Du da. Gehst auch mal hier hin. Genau die. Wieso? Ja, okay, da ist eine Fullstack-Armee drin. Gut, dann tuckerst du mal nach da. Alter, Rom wird sowas von zerfetzt, das ist echt heftig. Das ist nicht normal. Ah. Super. Was mache ich hier? Das da mache ich hier. Brunnenanlage. Das da. Das da. Was mache ich hier? Ah, auch. Wachstum und öffentliche Ordnung. So. Sieht doch schon ganz gut aus. Was erforsche ich jetzt? Wieso erforsche ich das? Weil ich hier hin will, oder? Königliche Kaserne. Ja, das klingt doch ziemlich nach mir. So. Plänkler Kavallerie werde ich zwar nicht brauchen, aber. So. Dann bin ich mal gespannt. Ob der mich jetzt angreift oder nicht. Warte, die haben 38 und 80. 38, 80. Na, die haben mehr Munition. Schießen schneller. Haben weniger Rüstung. Aber ein bisschen mehr. Ah, ja, okay. Und die können schneller nachladen. Das ist ganz gut. Das ist doch mal ganz gut. Bist du beknackt? Wieso machst du das? Vor allem. Wie will der so viel besser sein? Klar, fast jede Einheit, der von ihnen hat, Fernkampf, aber. Vor allem, warum greift er mich an mit einer. Ich habe da eine Fullstack-Armee drin. Der hat gerade eigentlich andere Probleme. Das ist ja voll beknackt. Ich wette, seine zweite kommt von da. Ich mach's wie eh und je, würde ich sagen. So. Phalanx. Dann
hier mit Hopliten. So. So. Die kommen hier hin. Die kommen dahin. Was habe ich denn da noch alles? Also Kavallerie. Die da können hier versauern. So, mit denen. Hopliten bereit. Sind die an? Ja. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Oh, was für eine Überraschung. So. Ich werde da mal mit meiner Kavallerie dann irgendwann, wenn die Katapulte von denen in Reichweite sind. Willst du mich verarschen? Hast du seinen General so sehr, dass er ihn in eine Phalanx reinschickt? Anscheinend. Ja, YOLO oder was? Ja, und da kommt er. Er hat ja zwei. Alles gut. Der feindliche General ist tot. Surprise! Sind die so angeschlagen jetzt? Warte, ich komme mal da hinterher. Die kommen mal hier hin. Was macht ihr da? Das ist ja so. Ja, nochmal Charge. Ja, sehr gerne, ne? Sehr gerne. Das ist so lächerlich. Ich spule mal ein bisschen vor. Hat der etwa... Ne, hat er nicht. Der kommt nur just for fun.
Mhm. Ich gehe jetzt mal langsam vor. Alter. Ja, der hat einmal richtig schön reingepfeffert. War richtig schön. Dann kommen die mal her. Die sind immer noch fit? Ja. 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 Ziemlich. So. Ja, also. Was hätte er besser machen können? Erstens, nicht angreifen, weil er hat, wie gesagt, große Probleme gerade. Große andere Probleme und er kann sich in den Verlust von einer vollen Armee-Legion nicht leisten. Und wenn er unbedingt gewinnen will, auf jeden Fall nicht in enge Gassen mit gegen Phalanxen. Aber das wisst ihr ja schon. So. Er hätte sich auf jeden Fall aufteilen müssen. Also mindestens von drei Seiten und am besten von hier. Weil hier ist die Seite viel offener. Also die Front, sage ich mal. Und es gibt zwei Seiteneingänge. Zwar ziemlich kleine, also da hätte es sogar gereicht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Mit einer Phalanx zu verteidigen, beziehungsweise zwei. Genau. Genau, aber das wäre easy gelaufen. Also, vor allem, also, genau, hier ist eine Front. Angreifen und dann von Seite, wenn die verteidigt wird, dann von hinten. Und vor allen Dingen Römer haben den krassen Vorteil, dass sie Fernkampfwaffen haben. Also das ist unglaublich wichtig. Jetzt wollt ihr mal angreifen? Eieiei. Und auf jeden Fall nicht die Einheiten so verheizen. Genau. Also und vor allen Dingen die Generäle. Die Generäle sind eine wichtig. Unsere Einheiten nur so. Hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, gut. Das war auf jeden Fall ein Streich. 400, 300. Ja, das waren die beiden, die vor Ort waren, sag ich mal. Oh je. Aber ja, wie gesagt, also das hätte für ihn besser ausgehen können und auch müssen.
zwar ist Navissos ein eine Stadt, die total, also strategisch gesehen total unwichtig und uninteressant ist. Aber ja. Naja. Unsere Feinde werden beim Jo. Nö, 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 das mache ich nicht. Mal jung. So, jetzt muss ich mal überlegen, wie wir am besten weitergehen. Also wir haben drei große oder vier große Armeen jetzt vorne. Also vorne meine ich in Persia. Ich werde ehrlich sein. Ja. Ich werde ehrlich sein, in Arabien habe ich nichts zu suchen. Aufstand in der Hauptstadt. In der Hauptstadt gibt es einen Aufstand. Ihr glaubt, dass er von einem eurer anderen politischen Parteien angezettelt wurde. Wie reagiert ihr? Privatanklagen? Ja. So. Ja, ein Sohn wird erwachsen, 10.000 bekommt bla. Ja. Super. Gut. Gut, dann gehe ich erstmal nach Gor. Und dann nach, also zur Hauptstadt quasi. Also nicht ganz Hauptstadt, aber schon ziemlich groß. So. Hier sind einige Agenten unterwegs. Wieso sehe ich den? Wieso sehe ich den? Hä? Weil ich hier den Hafen habe oder warum? Ja, vielleicht. So. Jeder kommt natürlich hinterher. Dann habe ich ja wirklich 10. Vier große Armeen vorne. Ist natürlich ein bisschen groß, aber mei. Das passiert. So. Bla bla bla, da können wir mal schauen, ob wir jemanden verheiraten können. Oh, der ist gestorben. Wie wäre es mit einer Frau? Und du bekommst auch eine Frau. Super. Genau. Ah, kulturelle Konvertierung. Genau, das ist der. Okay. Kann ich den zur Schule schicken? Nee. So, jetzt ist die Frage. Er schaut, der hat jetzt seine Fullstack-Armee zu mir geschickt und hat dadurch sein Land offen gelassen. Das ist sehr idiotisch gewesen jetzt. So. Gut, dann würde ich sagen, 25, ich will gerade eigentlich auf 20 bleiben oder
20 Kürzen immer, weil ich für 3 Wochen produzieren muss. Das ist ein bisschen heftig. Gut. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bye.